Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen bei KKTV Uncut. Ist eigentlich auch dumm, weil ich bin ja sogar gerade auch so bei KKTV Uncut, aber ja, wir streamen gerade auf YouTube. Ja, wir reagieren heute auf Shoyoka Lügt und dreht mal wieder komplett durch von Skurrus und schauen einfach mal, was er hier so raushaut. Wir werden jetzt auf ein Video reagieren von ihr. Guck mal, Shoyoka, ich verstehe dich nicht. Was du in deinen Videos da über mich getalkt hattest, letztens erst, dann immer wieder das Neue wiederholst, lass doch einfach den Gerichtsprozess machen. Update gerne und das war's. Stattdessen lügst du herum. Und wir gehen jetzt erstmal. Boah, ganz schön leise, oder? Dass man mal sieht, dass du überhaupt nichts verstehst von gar nichts, okay? Also ich muss mal gucken, wo das Ganze hier anfängt, welches. Wir müssen ja mal sagen, ob es laut genug ist. Dankeschön, Zoris, war ich schon gesagt. Wo du über mich geredet hast, nur die gucken wir uns natürlich auch an. Also, Shoyoka hat in ihrem VOD wieder mal über uns geredet und wir gehen da jetzt rein, Leute, okay? Und deswegen gab es die ersten Mordandrohungen. Weil ich wäre überemotional, ich wäre hysterisch. Es gibt einen Chat, aber der wird nicht. Wie kann die sich so ernst nehmen, tötet sie. Das war quasi der erste. What the fuck? What the fuck? Also, das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, also, ich bezweifle nicht, dass sie vielleicht vereinzelt solche Nachrichten kriegt, aber es wird so dargestellt, als wäre das so irgendwie der Standard. Ne? Warum ist das VOD offline? Ich habe das VOD, was sie offline genommen. Ich habe alle VODs. Ein Grinsekatze, dankeschön für Kick. Also ich habe literally, weil ich eine spielende Person bin, den Computerspielpreis. Spielende Person. Digga, die nennt sich einfach selber nicht mehr Frau, ne? Es ist unfassbar, ja. Gewonnen, der auszeichnet, dass ich politischen und gesellschaftlichen Einfluss in der Spielewelt nehme. Und dann habe ich einen Hatestorm kassiert, weil ein männlicher Influencer behauptet hat, ich hätte den Spielepreis nicht gewonnen, weil ich nicht genug Spielstunden in dem letzten Jahr hatte. Das stimmt ja gar nicht. Darauf haben. Ja, guck mal, das ist halt die Opferrolle, die sie halt die ganze Zeit raushaut. Also keiner von uns sagt, Ren, danke für die 5 Euro. Keiner von uns behauptet, dass sie keine Hate-Nachrichten bekommt. Das ist ziemlich normal, dass das passiert. Ja. Natürlich muss man das ansprechen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die darf das nicht sagen. So, ich habe auch Videos gemacht, als ich sehr viele Hate-Nachrichten damals von ABK-Leuten bekommen habe und das ist absolut legitim und ist auch gut, darüber was zu sagen. So, aber sie versucht sich ja damit so in die Opferrolle zu stellen, so, oh, ich werde ja so krass gehatet. Bruder, du wirst nicht härter gehatet als ich beispielsweise. Oder, keine Ahnung, überleg mal, was Monte teilweise für Nachrichten kriegt, wo irgendwie gepostet wird, ja, hoffentlich sterben deine Großeltern bald oder dein Hund oder sonst irgendwas. Und ich finde so dieses ewige, sich selber zu bemitleiden und zu sagen, oh, hier, mir geht's ja so doof. Bruder, das ist halt lächerlich. Jens Nation, danke schön für 2 Euro. Das ist ja gelogen. Aber ich versuche mal den Chat hier zu. Das stimmt ja, also egal, ich sag das ja nicht. Also, stimmt und ja nicht ihm mal. Beigepflichtet, kein einziger von ihnen hat gelesen, wofür der Preis eigentlich ausgezeichnet wird. Okay. Daraus wurde dann der nächste Hatestorm, dafür habe ich Mord ja, Quentin, bekommen. Du kannst Mord haben. Also dafür wurden alle meine Social-Media-Kanäle über Wochen geflutet. Du bist jetzt der leitende Moderator. Ich hatte tausende Kommentare, die sind teilweise immer noch auf meinen Instagram-Fotos, von Menschen, die gesagt haben, ich soll mich wegen dem deutschen Computerspielpreis töten gehen. Also erst einmal, ich distanziere mich von dem, wie sie das wiedergibt. Also ich unterstütze nicht den Inhalt, weil es Grund gibt, dass das einfach gelogen ist, wie sie es erzählt. Und die zweite Sache ist, also nochmals, wer solche Nachrichten schreiben sollte, wenn das wahr ist, ist absoluter Schmutz. Ja. Ich glaube aber, dass hier so getan wird, so wird es suggeriert, so wirkt es auf mich, als wenn jeder zweite Morddrohungen ihr einfach schreibt. Und alles ja ungerechtfertigt ist, die Kritik dahinter gar nicht irgendwas ist und bla bla bla. Sie spielt komplett die Opferrolle, meiner Meinung nach. Ne? Weil ich einen Preis gewonnen habe, ich habe weder entschieden, dass ich nominiert werde, noch habe ich entschieden, dass ich ihn gewinne, noch stand ich in der Jury, noch habe ich entschieden, wofür er verteilt wird. Ich habe auch kein Preisgeld gewonnen. Das ist ein komplett, es ist eine reine. Ja, ich meine, guck mal aus, sowas. Also sie denkt halt einfach immer noch, dass es um diesen Computerspielepreis geht, den sie vor 5 Monaten oder was gewonnen hat oder 6. Bruder, das ist doch gar kein Thema mehr. So, also ich glaube, sie versteht selber gar nicht, was wir kritisieren, weil sie, oder ich glaube, sie weiß, was wir kritisieren, aber so kann man sich leicht an die Opferrolle stellen. Also es ging, diesen Computerspielepreis, ging es halt original ein einziges Mal in einem Cake News über 4 Minuten, wo ich darüber berichtet habe, einfach nur, dass sie den gewonnen hat. Und dann habe ich einmal das ganze Thema im Dekadent-Video nochmal aufgearbeitet, weil er da auch einige Unwahrheiten verbreitet hatte. Das war alles, was wir zu diesem Ding gemacht haben. G. John, Dankeschön für die 10 Euro. ...von politischer und gesellschaftlicher Arbeit. Und dafür wurde ich angefeindet. Da wurde dann behauptet, das wäre gekauft. Ich würde, dann wurde mir vorgeworfen, ich hätte über Kreise in Spandau die Jury bestochen. Das wurde so gar nicht gesagt, das wurde nie behauptet.
Musstest du gar nicht bestechen, ihr seid doch alle miteinander befreundet und ihr habt alle dieselben Ideologien, dafür braucht man doch keine Bestechung. Dafür musste man doch niemanden kaufen. Das wäre die Wokisten-Lobby, ich hätte damit Geld veruntreut. Was ich da alles gelesen habe, das ging... Ja, guck mal, das sind halt aber irgendwelche Hate-Kommentare, die du bekommst. So, das sind irgendwelche Hate-Kommentare, die du bekommst, die natürlich doof sind, gar keine Frage. So, aber keine Ahnung, also was ist jetzt die Aussage? So, was willst du jetzt? Dass es Idioten gibt, die auch scheiß Kommentare schreiben, so ja, so zu mir wird auch irgendwie sowas gesagt, wurde heute erst auf Twitter gepostet, irgendwie ja, und du zahlst deinem Sohn keinen Unterhalt, weil du kein Geld hast. So, solche Sachen muss ich auch über mich lesen, die sind auch gelogen offensichtlich. So, und da setze ich mich aber auch nicht im Stream und pack mich deswegen in die Opferrolle. Ging über Monate. Dann wurde mir vorgeworfen, das ist der Punkt, über den es auch einen Gerichtsprozess gibt. So, jetzt. Dann wurde mir vorgeworfen, okay, ich hätte einer Person sexuelle Belästigung unterstellt, der ich keine sexuelle Belästigung unterstellt habe. Ach so, krass. Ich habe nämlich kurz gedacht, dass sie nämlich gesagt hat, ich hätte ihr in den Ausschnitt gefilmt, in die Brüste, in den Intimbereich einer Frau. Ich dachte für einen kurzen Moment, dass sie das gemacht hat tatsächlich. Denn ich habe gesagt, eine Person hätte mich und andere Personen belästigt und diese Person wäre auch sexistisch. Danke, der Snake für die 10 Euro. Und diese Person hat dann selber daraus sexuelle Belästigung gemacht. Goren e.V. ist im Stimmbruch. Dann wurde mir vorgeworfen, ich hätte jemanden einer Vergewaltigung bezichtigt, ja, obwohl mein Wording Belästigung war. Punkt. Hä? Was? Was? Wer hat das ihr vorgeworfen? Was redet die da? Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Das ist doch gelogen, oder? Das kam doch gar nicht vor. Hey, wenn doch alles sexuelle Belästigung sagt. Sko Sisi, danke schön für die 100 Schweizer Franken. Ich küsse doch dein Herz. Danke was sehr. Was anderes? Daraus wurde dann das nächste gemacht. Wer ist Wording? Keine Ahnung. Irgend so ein neuer WoW-Charakter oder so, oder was ihr da spielt. Keine Ahnung. Daraus wurde dann behauptet, ich würde das machen, um die Karriere eines Menschen beenden zu wollen. Und das hat gar keiner gesagt. Dazu habe ich dann ein Statement abgegeben und habe gesagt, ich äußere mich dazu erst wieder, wenn der Gerichtsprozess durch ist. Das läuft jetzt im Hintergrund, aber nicht so effektiv, wie offiziell behauptet wird, weil vielleicht Menschen Anzeigen gar nicht gestellt haben. Bruder, hast du mein Video überhaupt geguckt, was ich damals hochgeladen habe, wo ich das Video bewiesen? Digga, hast du was geraucht? Digga, warte, wir hören kurz weiter, bevor ich was dazu sage. Alter, da kracht jetzt schon. Bei denen sie behauptet haben, sie hätten sie gestellt, was alles super kompliziert gemacht wird gerade, weil ich darauf warte, dass Fristen ablaufen für Anzeigen, die angeblich gestellt wurden, die teilweise nicht gestellt wurden. Wie können Fristen für Anzeigen ablaufen? Wenn die Anzeigen nicht existieren und du darauf wartest, dass sie ablaufen, obwohl sie nicht da sind, dann sind sie da und nicht da. Hä? Und teilweise nie ankam. Das ist sehr spannend. Das ist der nächste Punkt. Ja, ich meine, guck mal da, wenn man jetzt mal versucht, das Ganze mal so, wenn man mal versucht, so dass das Ganze so fair anzugehen, ja, auf brutaler Ehrenbruderbasis. Und wir uns die Hände reichen, was keine Gewaltandrohung ist. Ja, Shoyoka, bitte, werf mir nicht vor, dass ich dich irgendwie schlagen will, weil das habe ich nicht vor. So, das Ding ist, wenn du das doch nicht gemacht hast, dann verstehe ich halt immer noch nicht. Ich meine, offensichtlich, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, das, was sie sagt, also stimmt nicht so, aber wenn wir jetzt einfach mal so sagen, die Fronten sind halt extrem verhärtet. Warum kann man denn nicht einfach über seinen Schatten springen und sagen, hey, lass uns doch einfach in den Discord-Call setzen. Ja, von mir aus entweder ich und Shoyoko oder Shoyoko und Skuros oder wir drei oder so. Von mir aus kann auch Tilde Floste gerne dabei sein. Der will ja sowieso irgendwie an Frauen rankommen. Jason, danke für die 10 Euro. Oder an Männer natürlich. So, warum setzt man sich da nicht einfach hin und redet das einfach mal eine Stunde aus? Dann kann man auch mit den ganzen Sachen, die halt offensichtlich nicht so sind, wie wir das darstellen, in einem Talk einfach mal vernünftig klären. Jeder kann seine Sachen sagen und dann ist die Sache geklärt. Also ich verstehe es halt einfach nicht. Und nein, Shoyoka, das soll auch kein Machtmissbrauch oder sonst irgendwas sein, im Sinne von, du musst das tun, sonst machen wir weiter Videos gegen dich. Sondern einfach nur, dass man irgendwie mal wieder auf eine gleiche Ebene kommt, wo man miteinander reden kann, damit einige Dinge, die vielleicht falsch sind, die aber auch von dir falsch sind, geklärt werden können. So, sie hat mir zum Beispiel in dem Stream bei diesem Phoebe-Post damals nach der Gamescom, hat Phoebe gepostet, ja, ich wurde von einem männlichen Influencer belästigt. Und Shoyoka hat gesagt, der campt unter dem Beitrag und hat Phoebe dazu genötigt, den Namen zu sagen.
Ich habe einmal aus Spaß darunter geschrieben, gib mir den Namen, ich beende seine Karriere. Das hat nichts mit Campen zu tun, weil ich nichts mit diesem Tweet mehr zu tun hatte, außer dass ich den ein einziges Mal in einem Cake News hatte, um darüber zu berichten, weil es halt ein aktuelles Thema war. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich die dazu bringen wollte, mir den Namen zu geben. So, das sind halt offensichtlich Lügen. Und es wäre doch super, wenn wir solche Sachen einfach mal aus der Welt schaffen können, damit man mal wieder so ein normal miteinander quatschen kann. So, Bruder, selbst ich und APK haben miteinander geredet und stehen jetzt halt im Austausch auf jeden Fall. So, obwohl da ja viel krassere Sachen vorgefallen sind, als das, was zwischen uns ist. Bei uns sind, keine Ahnung, ein paar lustige Aussagen, ein paar Jokes, die gedroppt werden, ein paar Videos. Aber bei mir und APK, was da teilweise auch von mir gebracht worden ist, das sind Dinge, für die man hätte gecancelt werden müssen. So, und ja, warum kann man da nicht einfach sagen, so, jo, lass doch einfach das klären und alles ist gut, ich verstehe es nicht. Und aus diesen drei Dingen... Ich hab dich nie angezeigt. Das habe ich auch in meinem Video gesagt. Digga, was... Ey, ich kläre gleich mal auf, was ich gemacht habe, was läuft und was nicht läuft. Digga, die erfindet hier irgendwelche komischen Dinge. Wurde dann quasi ein riesiges Ding gemacht und darauf baut sich jetzt alles auf. Alter Schwede. Du hast doch selber immer von sexueller Belästigung geredet. Nein, hab ich nicht. Das ist literally genau der Punkt. Andere Leute haben in Videos 30 Mal gesagt, sie hätte gesagt, ich selber habe das nicht gemacht. Und jetzt kommt das Lustigste daran. Ich habe eine einstweilige Verfügung zugestellt bekommen, in der von mir verlangt wird, dass ich diese Behauptung der sexuellen Belästigung nicht mehr nennen darf. Und darin muss zitiert werden, wann ich das gesagt hätte. Ich habe dir nie eine einstweilige Verfügung zukommen lassen. Was babbelst du? Was redest du denn da? Warum wirfst du damit Begriffen um dich, wovon du gar keine Ahnung hast? Ich habe dir eine Abmahnung geschickt und keine einstweilige Verfügung. Hätte ich dir eine einstweilige Verfügung zukommen lassen, beziehungsweise das Gericht mit dem Beschluss dazu, dann hättest du gar nichts mehr sagen dürfen. Hä? Und in der einstweiligen Verfügung, in der ich zitiert werden musste, ist es nicht... Ich will auch so ein Kick-T-Shirt. Das zu zitieren, weil ich es nie gesagt habe. Das heißt, sogar in dem offiziellen Schreiben, das ich bekommen das ist habe, ist die Formulierung, wieder. Du bist die jetzt ich angeblich Bot. Gesagt habe, nicht mal drin. Leute, um das mal kurz aufzulösen, weil sie so einen Blödsinn redet. Erst einmal, ich habe sie nicht angezeigt. Zweitens gibt es keine Fristen für Anzeigen. Danke für die 24 Kevin. Eine Strafanzeige habe ich nicht gestellt. Freedom, habe danke schön für Cake. Video, wo ich das beweise. Danke für die 20 Schweizer Franken. Ne, wo ich da rede und dann habe ich das ja auch gesagt, ne, dass ich sie nicht anzeige, sondern nur, dass ich sie verklage darauf. Daraufhin haben wir ihr erstmal eine Abmahnung geschickt. Ja, danke und für die ihr eine 90. Unterlassungsaufforderung zugesendet, damit sie diese unterschreibt. Also wo sie sagt, dass sie mir diese Vorwürfe nicht nochmal öffentlich halt, ne? Und, also mir gegenüber stellt öffentlich. Und was anderes ist nicht passiert, außer, dass nachdem sie dann das nicht unterschrieben hat, wir Klage eingereicht haben. Was alles so kompliziert macht. Ja, übrigens, bei mir, nur dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, sie hat mir ja eine Abmahnung geschickt, da haben wir auch schon darauf reagiert, also ich habe da ja ein Video zugemacht und der gute Kanzlei WBS Christian Solmecke hat ja dann darauf auch ein Video gemacht und hat ja schon gesagt, dass die Abmahnung von Chiyoka absolut an den Haaren herbeigezogen ist. Das Gute ist, ich habe mich jetzt übrigens dazu entschieden, beziehungsweise dafür auch die Spenden, ihr braucht aber auch nichts spenden, ich will nur nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Ich werde jetzt eine sogenannte negative Feststellungsklage starten. Ich habe meinem Anwalt auch schon am Dienstag oder Mittwoch Bescheid gegeben. Das Ganze geht nächste Woche raus. Das bedeutet quasi, dass ich jetzt vor Gericht gehe, um quasi gerichtlich feststellen zu lassen, dass diese Abmahnung rechtlich nicht in Ordnung ist. Ja, weil sie mir so Dinge unterstellt hat, dass ich nicht mehr behaupten darf, sie sei toxisch oder hetzt oder lässt keine andere Meinung zu. Und das sind alles Sachen, die ich sagen darf, die von der Meinungsfreiheit absolut gedeckt sind. Und ja, ich werde da auf jeden Fall rechtlich komplett gegen sie vorgehen, werde da alle Mittel, die mir zur Verfügung stellen, vom deutschen Staat auch nutzen. Nur, dass ihr da auf jeden Fall so ein Update habt. Und genau, meinem Anwalt habe ich schon Bescheid gegeben. Das ziehen wir auf jeden Fall durch und dann gucken wir mal, ne, was das wird. Ach, weil ich mich in einem Gerichtsprozess für eine Aussage rechtfertigen soll, die ich nie formuliert habe, sondern die in dieser Form von der Person selbst in die Welt gestellt wurde. Und ach so, ich habe selbst getweetet, dass ich Frauen in den Ausschnitt gefilmt habe.
Ja, jetzt macht das natürlich Sinn. Und people are like, ja, aber wie konntest du ihm was unterstellen? Hab ich nicht. Ich hab gesagt, was? Ich wurde belästigt. Nein. Lüge. Ich habe gesagt, ich wurde belästigt. Ich habe beschrieben, was gemacht wurde. Du hast gesagt, du wurdest von mir belästigt und du hast beschrieben, was ich gemacht haben soll. Ja, richtig. Und ich habe gesagt, die Person ist sexistisch. Alles andere habe nicht ich gesagt, sondern wurde von 30 anderen Menschen dazu interpretiert. Da gab es dann das Video hier, dann gab es das Video da, dann gab es die Reaction darauf. Und irgendwann wurde daraus ein Shoyoka hat jemand eine Vergewaltigung bezichtet. Ich bin so, Digga, ich wurde nicht vergewaltigt. Das hat auch keiner von uns gesagt. Weißt du, das ist halt immer das Ding, sie sagt halt auch keine Namen. Sie sagt halt auch keine Namen einfach, ne? Das ist immer so das Problem. What the hell? Hä? Woher kommt das denn jetzt? Welcher Influencer, welche Zuschauer haben ihr gesagt? Das ist doch schon wieder gelogen, damit sich das doch einfach nur dramatischer anhört für ihren Stream. Das ist doch einfach nur, damit sich das dramatischer anhört für ihren Stream. Habt ihr sowas irgendwo gelesen, Chat? Habt ihr sowas gelesen? Irgendwo? Sagt mal ehrlich, auf Twitter irgendwo? Und die einzigen, die by the way at this point noch von sexueller Belästigung sprechen, sind reaktionäre männliche Influencer. Mike 2, danke schön. Reaktionäre Leute bedeutet nicht, dass man Reaction-Streamer ist, sondern Leute, die konservativ rechts sind. Das meint sie damit. Ne? Also es sind mal wieder die bösen Rechten. Wenn sie darüber reden, dass mit sexueller Belästigung die Karrieren von Männern beendet werden. Als ob mit sexueller Belästigung die Karriere von Männern beendet werden. Ja, nee, das ist ja auch noch nie passiert, ne? Also, da haben wir nochmal Glück gehabt. Das sind ja, ich meine, guck mal, das Ding ist, ich meine, sie hat ja selber nicht das Wort sexuelle Belästigung genutzt. Das haben wir auch alle schon gesagt, dass sie das nicht gesagt hat, so. Aber das, was sie da beschreibt, kann man schon als sexuelle Belästigung sehen. So, und das reicht doch. So, und keine Ahnung, natürlich, theoretisch wissen wir ja nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber auch da, Shoyoka könnte einfach sagen, yo, sorry, dass ich das gedroppt habe, ich kann es nicht beweisen oder so, keine Ahnung. Man könnte das Thema sofort zumachen. Lord Bragron, dankeschön für den Cake. Aber nicht mal bei sowas kann sie dann irgendwie einfach sagen, ja, tut mir leid, Skurrus, ich ziehe das zurück, was weiß ich. Man könnte das so leicht klären. Reaktionäre, die sagen, es gibt Menschen da draußen, die glauben, bei sexueller Belästigung wird die Karriere eines Mannes beendet. Das ist doch lächerlich. Die lacht darüber. Und das sind weitere 12 Videos, weil ich es nach 11 Monaten gewagt habe, gerade das erste Mal mich zu diesem Vorwurf zu äußern. Ich habe sie vermischt jetzt hier, guck mal, was sie jetzt macht, das ist ganz tricky und ekelhaft. Seit 11 Monaten, was seit 11 Monaten, gibt es die Diskussion gar nicht zwischen uns. Sie redet jetzt schon wieder von Kuchen-TV. Sie macht es, weil sie einfach kreuz und quer redet, das in einen Topf wirft, weil das dann mehr ist und die Zuschauer, ja, und du Arme, und seit 11 Monaten, jetzt redet sie aber trotzdem von mir, während sie seit 11 Monaten, ich habe mich das erste Mal dazu geäußert, seit 11 Monaten geht das gar nicht. Das ist so eine Laberei, was die hier macht, das ist so manipulativ. Hast du gesehen, was auf ihrem Discord für eine Aktion läuft? Nee, aber könnt ihr mir gerne zuschicken. Weil ich gesagt habe, ich warte auf Gerichtsprozesse. Mittlerweile wurde, ich glaube, 4-mal öffentlich behauptet, dass irgendwelche Klageschriften zugestellt wurden. Manchmal glaube ich echt, dass sie das nur macht, damit sie wieder in der Aufmerksamkeit steht. Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach, ich bin mir wirklich einfach sicher, dass sie so krass in ihrer eigenen Welt lebt, so, dass sie kann einfach nicht objektiv da drauf gucken. Und deswegen finde ich es halt auch so unfassbar gefährlich, dass sie mit Leuten wie, keine Ahnung, anscheinend, ich weiß natürlich nicht, nach Freiraum-Rätschild oder diesem Dave oder Tilted Floste, weil ganz ehrlich, wenn ich sehen würde, dass eine Freundin von mir oder ein Kollege von mir in Streams sich das alles so krass zurechtdreht, wie die Person das möchte, dann würde ich doch dazwischen grätschen, ein vernünftiges Gespräch mit dir suchen und sagen, ey, so die Sachen, du hast eine komplett verzerrte Wahrnehmung, die Sachen sind nicht so, und würde doch alles dafür tun, dass die Sachen so schnell wie möglich vom Tisch kommen. So, stattdessen sind das so ja-sagermäßige Leute, die einfach komplett mitmachen, die komplett hinter ihr stehen, was ja theoretisch auch nichts Schlechtes ist, aber es gibt einfach Kämpfe, die man nicht gewinnen kann. Und wo man einfach sagen muss, du komm, also die wird nur Nachteile haben. Gen, dankeschön für die 11,99 Euro.
So, ich meine, guck mal, jetzt kommen schon wieder zwei Videos über Shoyoka zu mir. Je nachdem, wenn sich das mit Twitch geklärt hat, wird da Monte drauf reagieren, obwohl die Videos werden auch so laufen, da bin ich mir sicher, weil sie wirklich sehr krasse, falsche Anschuldigungen wieder gegen uns gedroppt hat, die ich nachweisen kann. So, und anstatt dann irgendwie mal mit ihr zu reden und zu sagen, hey, viele Dinge, die du behauptest, sind nachweislich, sind die nicht so, wird da halt noch weiter Öl ins Feuer gekippt. Ich verstehe das nicht, wirklich. Wurden sie nicht? Die Klage wurde dir nicht zugestellt, Shoyoka? Hoffen wir, dass wir das gleich nicht beweisen können. Das wäre echt scheiße. Ich weiß nicht, wem Klageschriften zugestellt wurden. Mir wurde immer noch nichts zugestellt. Wem wurde da was zugestellt? Also, ihr wurde nichts zugestellt, Chat. Es ist einfach so. Man muss auch einfach mal bei den Fakten bleiben, ne? Also. Was ist das? Anforderungen, Androhungen und Hinweise. Es wird ein schriftliches Verfahren durchgeführt. Ach lol, das ist sogar neu. Ach krass, jetzt haben wir endlich hier neue Infos. 22.11.23, das ist ja 3 Wochen her erst. So, Belehrung. Die Frist kann nicht verlängert werden, ist nur dann gewährt, wenn die Anzeige innerhalb der Frist des Gerichts eingeht. Okay, sie hat auf das Klagevorbringen innerhalb von 4 Wochen sich schriftlich zu erwidern. Ach krass. Die nächste Lüge, ja. Ich meine, guck, und genau sowas meine ich. Und ich weiß nicht, also Shoyoka wird sich das hier sowieso angucken. Heute ist wieder schöner Herr der Ringe-Abend, würde ich sagen. Guck mal, Shoyoka, du hast doch da offensichtlich gelogen. So, du wirst es 100% bekommen haben. Oder sagen wir mal so, die Klage muss ja per Unterschrift halt irgendwie angenommen werden. Also man wüsste, wenn du sie nicht bekommen hast. Sagen wir so, warum lügst du dann bei sowas? Das sind so Dinge, die ich halt nicht nachvollziehen kann. Weil das, was, vor allem, was ist das für eine Lüge so? Nee, ich hab nichts bekommen, obwohl es nachweisbar ist. Wozu? So, es ändert ja nicht mal irgendwas. Das ist ja nicht mal so, dass das dann doof für Screws ist. Man weiß ja nicht, warum genau dann vielleicht noch keine Klage zugeschickt worden ist. Ich verstehe das nicht. Hä? Warte mal, was? Warte mal kurz. Landgericht Hamburg. 22.11. Verfügung in der Sache Bottländer Theodor gegen Scholz Pia. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Die beklagte Partei ergehen gemäß § 276 folgende Aufforderung. Die beklagte Partei hat die Absicht, deine Verteidigung binnen einer Notfrist von 2 Wochen anzuzeigen. Und danach hat sie 4 Wochen Zeit, sich zu äußern. Ah, das ist bestimmt fake. Das ist auch treu. Das muss fake sein, das ist toll. Vielleicht war es ein anderes Shoyoka. Das kann nicht echt sein. Wir wissen, das ist ein Casino-Streamer, Skoros ist ein Lügner. Das kann nicht echt sein. Das ist eine Verfügung, wenn du ihr vorwirfst, sie mischt Unterlassungsklage, Abmahnung und Co., dann musst du das hier auch beachten. Bruder, diese Verfügung ist die Verfügung, die du bekommst, wenn die Klage eingereicht wurde. Du hast dann 2 Wochen Zeit, sich dazu zu äußern. Das heißt keine einstweilige Verfügung, wovon sie vorher gesprochen hat. Denn sie hat vorher von einer einstweiligen Verfügung geredet, wo eine Frist abläuft, wo sie gesagt hat, dass das danach gewesen ist, wo die Sätze zitiert worden sind, um die es da gegangen ist. Und in diese einzelne Verfügung gab es nie. Es gab nur eine Abmahnung. Ja, eine Abmahnung und das war's. Das hier ist eine Verfügung des Gerichts. Die Gerichtsverfügung bedeutet einfach nur, dass die Klage angekommen ist und sie jetzt Zeit hat zu sagen, ob sie sich dagegen verteidigen möchte. Und danach hat sie 4 Wochen Zeit, um sich zu äußern, wenn sie die Verteidigungsanzeige schaltet. Ganz einfach. Es ist also eine Lüge, eine Unwahrheit und oder Lüge, was sie hier verbreitet. Ganz einfach. Ja? Denn sie hat hier gerade gesagt, dass sie die nicht bekommen hätte. Das bedeutet, dass bei ihr angekommen ist, ja, weil diese Briefe immer über dieses Dingsverfahren eingeschmissen werden. Ganz einfach. Die schicken da nicht einen Brief, wo du einen weißen Brief öffnest und dann ist da was drinne. Zeig Poststempel. Ja. Bin ich das Gericht oder was? Willst du sagen, das Gericht lügt und hat den Brief nicht rausgeschickt? Willst du das sagen? Geil. Ich habe eine einstweilige Verfügung bekommen und dann gar nichts mehr. Und seitdem warten wir, um Dinge tun zu können, weil einfach nichts mehr passiert ist. Genau. Und ich muss jetzt wahrscheinlich in eine eigene Gegenklage gehen, weil das, wo ich angeblich so viel verklagt wurde und überall so viel verlieren würde, alles nicht passiert ist. Ja, okay. Ja, guck, und das sind halt so unnötige Lügen einfach. So, und ich meine, das muss Shoyoka doch auch einfach, also ich meine, guck mal,
Ich meine, sie lügt halt bei solchen Sachen. Warum? Also sie muss doch selber wissen, auch in ihrer Position, dass halt Videos über sie erstellt werden, dass alles, wo sie halt über uns redet und wo sie Falschaussagen bringt, dass das benutzt wird oder nicht? Oh Gott, Alter. Das ist das, was im Hintergrund passiert. Und ja, tatsächlich ja, warum sollte wurde sie mir hier lügen? Genau. Geholfen oder wurde mir Hilfe angeboten, unter anderem von diversen Fonds, die sich für Frauen einsetzen, die in Diskreditierungskampagnen landen, weil es als Diskreditierungskampagne eingestuft wurde. Und ja, es haben sich auch Journalisten und Journalistinnen bei mir gemeldet, die darüber berichten wollen. Und ich bin gespannt, was wir dazu machen. Aber ich würde gerne Gerichtsprozesse abwarten, bevor ich irgendwas zu irgendwas mache, weil ich gerne erst mal wissen möchte, was genau jetzt der Tatbestand ist. Weil es zu Stand jetzt keinen gibt. Und ich würde gern erst mal wissen, was der ist. Dann legst du doch einfach mal die Post. Was hältst du denn davon? Ich glaube, da muss man trotzdem in die Offensive gehen, egal was kommt. Safe. Ja, genau, geh mal in die Offensive, mach mal eine Gegenklage. Safe muss man das, aber was muss noch alles so? Also aus meiner Perspektive gesprochen, was einfach nur um zusammenfassen, was letztes Jahr passiert ist. Bin Teil dieser Kampagne geworden. All das lief ab parallel. Ich wurde massiv angefeindet. Das hatte massive Einflüsse auf meine psychische Gesundheit. Ich bin wieder in Therapie gegangen, um mir selbst zu helfen. Ich hatte massiven Arbeitsausfall, weil ich so krass angefeindet wurde und alle meine Kanäle so krass geflutet wurden mit Beleidigungen und Androhungen, dass ich teilweise nicht arbeiten konnte. Ich musste Projekte absagen, weil ich nicht in der Lage war zu arbeiten. Ich musste Events absagen, weil ich konkret bedroht wurde. Ich musste in der Zwischenzeit Sachen vorbereiten und Inhalte abspeichern und Texte dazu schreiben. Also wie gesagt, dass es ihr halt psychisch nicht gut geht und sie da solche Probleme hat, das tut mir auf jeden Fall trotzdem leid, ne? Weil egal, was sie macht oder wie viel sie lügt oder so, psychische Probleme gönne ich halt wirklich absolut niemanden auf dieser Welt. Da wünsche ich ihr auf jeden Fall alles Gute, dass sie da wieder rauskommt. Aber auch das verstehe ich halt einfach nicht, weil sie hat so oft über uns gelabert, negativ, verdreht Dinge und so. Und deswegen verstehe sie da halt auch einfach nicht. So, weil guck mal, das Ding ist, anstatt dass sie jetzt wieder in Streams sitzt, die saß jetzt in 3 Streams, in 3 Stück und hat die ganze Zeit irgendwelche Halbwahrheiten und Lügen über uns verbreitet. Warum, wenn meine ganzen Videos so wenig Kritik enthalten, warum reagierst du da nicht einfach mal auf 1-2 Videos, einfach auf die neuesten beiden, die genau nur über dich sind? Gehst darauf ein, stellst diese Dinge klar und dann ist das doch geklärt, oder nicht? Also dann kannst du doch wirklich mal vernünftig darauf eingehen. So, stattdessen sitzt sie halt in ihren Streams und lügt die ganze Zeit vor sich hin. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass du halt da solche psychischen Probleme hast. Wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Kraft und alles Gute und das meine ich auch ernst. So, aber irgendwann muss man dann doch mal checken, dass der Weg, den du gehst, halt nicht der richtige ist, oder? Ich verstehe es nicht. Hallo? Und Dinge festhalten und quasi Sachen einordnen, die wir für Gerichtsprozesse brauchen. Ich habe mich von meinem Ex-Freund getrennt und bin umgezogen und musste umziehen. Du hast dich von deinem Ex-Freund getrennt? Oder er sich von dir? Entschuldigung. Nicht, dass ich was gehört habe oder so von anderen Leuten. Oder was so die. Was viele Influencer so talken, ne? Was man so hört. Die ganzen Sachen in die Richtung klären. Ich muss beide der Bauer hat einen Beitrag gepostet. Ach nö. Oh Mann. Ja, du kannst den Link hier gerne reinposten, wenn das geht. Ich habe die Verantwortung für 2 Mitarbeiter, dessen Gehälter ich auch noch zahlen muss. Aber das ganze Geld von den Events und von meiner Arbeitsunfähigkeit bricht weg, weil ich nicht in der Lage war, das zu tun. Soll aber parallel in Therapie sein, soll aber parallel einen Gerichtsprozess führen, der angeblich gegen mich gerichtet werden sollte, jetzt aber nicht stattfindet. Das heißt, ich muss jetzt selber eine Klage vorbereiten, aber muss... Es tiltet flostig, jeder wird immer wieder markiert. Ich sehe aber seine Nachrichten nicht. Weil jetzt sind natürlich auch relativ viele. Was schreibt der denn? Ich sehe das nicht. Da ist Twitch schon ein bisschen interessanter vom Chat her, muss ich sagen, ne? Aber die Zeiten sind erstmal vorbei. Wann ich das tue? Genau. All das muss parallel passieren. Parallel versuchen. Ja, ich meine, also grundsätzlich, also mir ist es halt egal, wer sich da von wem getrennt hat, muss ich sagen. Ich finde, das macht auch keinen großen Unterschied. Ich finde aber nicht, dass man dabei halt so lügen sollte, ne? Also keine Ahnung, wenn so das Ding ist, okay, da kann ich Shoyoka sogar, ehrlicherweise kann ich sie sogar da verstehen in dem Punkt, muss ich sagen. So, weil
Also ich meine jetzt mal Real Talk, so das Ding ist, wenn jetzt, nehmen wir mal an, Kalle hat sich getrennt, habe ich auch gehört, kann ich euch sagen, ne, man weiß es natürlich trotzdem, also ich weiß es ja wirklich nicht, war ja nicht dabei, so das Ding ist, ich glaube, da ist sie, glaube ich, dann klug genug, um zu wissen, dass wenn jetzt jeder wissen würde, falls es denn so ist, dass er sich getrennt hat, dann hat sie, glaube ich, wieder Angst, dass man das irgendwie als Angriffsfläche oder sowas nutzt und das in Videos irgendwie großartig thematisiert. Da kann ich sie halt verstehen, dass sie dann natürlich halt lieber sagt, ey, ich habe mich getrennt, ne, weil sie ja dann die Entscheidung getroffen hat und das natürlich weniger Angriffsfläche ist. Ich meine, grundsätzlich auch vollkommen egal, wer sich getrennt hat. Ich weiß nicht, wie lange die zusammen waren, ne, waren aber längere Zeit zusammen und wir wissen nicht, was für Probleme es da gab, was genau passiert ist. Und das geht uns auch nichts an, ja, also deswegen, weiß ich nicht, ist es mir persönlich, alles, was da in der Beziehung war, ist mir ehrlich gesagt auch egal, ne, die beiden müssen das halt für sich klären und, ja, kann uns egal sein, das Thema. Versuche ich noch zu arbeiten und jede Woche habe ich ein Dutzend Leute, die sagen, wann Statement. Im Übrigen, ganz kurz, bevor ihr euch fragt, wie Shoyukas Stürmerin des Jahres wurde, so in dem Hintergrund ein Game hat einen Artikel gemacht, Junge, ist, das Thema eskaliert ja richtig. So ein Shit-Talk den ganzen Tag gemacht hat. Watson. So sammelt man in der Kategorie dann die Spielestunden auf. Wann Statement? Wann machst du das? Wann das? Warum nicht Video? Warum nicht das? Warum nicht das? Und ich bin so, okay, also wann? Ich sag euch, guck mal, Leute, ich schwör's dir, Shoyuk, auch wenn du das hörst, ne, ich meine das echt ernst. Ich war so höflich zu dir, ich habe dir eine Abmahnung geschickt, du hättest es einfach unterschreiben können. Du sagst es nicht mehr, die Sache wäre GG gewesen. Du hättest es unterschrieben, ich hätte es gepostet, gesagt, hey, guck mal, Shoyuk, mach diese Scheiße nicht mehr. Thema zu. Keine Kosten für niemanden. Stattdessen hast du mich gezwungen, weil du ja den ganzen Tag die Opferrolle spielst, hast du mich gezwungen, dass ich meine Arbeit nicht nachgehen konnte, weil ich damit beschäftigt war, Clips und Tweets von dir zu sammeln, dass ich einen Anwalt aufsuchen musste, der sich dem Ganzen annimmt. Ich habe exorbitante Kosten, die mein Anwalt bekommt, weil die nur mal pro Stunde arbeiten, das wirst du sicherlich auch wissen. Und selbst wenn ich den Prozess also gewinne, ich auf dicke Kosten hängen bleiben werde, einfach nur, weil du der Meinung bist, dass zu denken, dass es eine gute Idee wäre, öffentlich zu sagen, dass ich dir in den Ausschnitt gefilmt hätte und andere Frauen belästigt hätte. Na, das waren deine Aussagen. Na, alles nur, weil du da gesessen hast und dafür sorgen wolltest, dass ich gemobbt werde, ausgegrenzt werde, indem du gesagt hast, man darf mit einem Skurrus nicht reden. Na? Das, was du kannst mit deiner Opferrolle und weiß ich nicht was, das können wir alle. Mit dem Unterschied, dass ich aus juristischer Perspektive, ich wirklich das Opfer bin zwischen uns beiden. Das hast du aber noch nicht verstanden. Du hättest doch einfach deinen Drecks-Content machen können, hättest da deiner Community erzählen können, es gibt 95 Geschlechter, hättest dich da hinstellen können und sagen können, warum Gendern so wichtig ist und hättest da hier Gott weiß was erzählen können, dann hättest du da deine Placements gehabt und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber du musstest ja unbedingt andere Menschen angreifen, ne? Und die Dinge brauchen halt Zeit. Ja. Und dass halt dann auch Leute sagen, ja, aber wann äußerst du dich wieder nochmal? Ja, und das ist halt das Ding, ne? Also sie verdreht einfach alles, sie versteht die ganzen Sachen nicht. Sie lebt halt einfach in ihrer eigenen Welt. Laura, danke für die 11,99 €. Schmerzensgeld. Dankeschön. Busybot, wenn das Landgericht eine Aufforderung am 22. erlassen hat, ist es nicht zwangsläufig, dass sie am 22. zur Post gegeben wird. Sie hat die Zustellung am 27. bekommen. Das eingehen, wenn das. Gerichtsprozesse durch sind. Hast du sehr wohl, sag ja, weißt ja nicht, was du redest, Depressionsdemenz und da sind wir im Ableismus. Ja. Digga, es ist unfassbar. Ne? Ah, jetzt sind wir im Ableismus. Ey, das ist zu krass, wirklich. Also, das ist noch ein altes VOD von dir. Ich bin noch gar nicht beim VOD, was dir heute getalkt hat. Da bin ich noch gar nicht angekommen. Mir wurde, by the way, sogar abgeraten von mindestens einer Person, einen Gerichtsprozess einzugehen, weil Teile der Leute gegen, also quasi die Dankeschön. Dafür in Frage kommen Käfer. Würden, sogar von den Gerichtsprozessen profitieren. Weil sie auch in der Vergangenheit schon vorherige Gerichtsprozesse öffentlich gemacht haben. Ich glaube, jetzt meint sie wieder KuchenTV, ne? Das ist so dieses Gespringen. Rot und Weiß, dankeschön für die 6 Euro. Vorherige Köln auf die 1, er wurde in der zweiten Liga oder was? Klageschriften, die sie teilweise verloren haben, als Content ausgeschlachtet haben, weil wenn du... Ja, hä? Ja, was ist daran jetzt schlimm? Ja. Also man darf nicht darüber berichten oder was? Hä, ich weiß, ich verstehe den Front jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. So, ja, natürlich mache ich daraus halt immer Content, weil ich es halt wichtig finde, über sowas die Leute zu informieren. Ich verstehe jetzt aber das Problem nicht, um ehrlich zu sein.
Aber das ist ja auch gar kein Problem, weil du musst jetzt ja nicht mehr vor Gericht gehen, wir übernehmen das gerne für dich, ne? Hä? Quasi in diesem also die wenn du als negative Verstellungsklage. Ist, boah, ich hab Bock, ein paar Brusttipps zu machen, Alter. Dass du auch in verurteilter Form immer noch auf der richtigen Dankeschön. Seite bist, halt auch Gerichtsprozesse dann zu Content werden. Sag doch einfach. Ich hätte noch mehr machen können, ich hab doch keine Lust mehr. Das muss halt, klingt halt krass, wenn man immer Ableismus, Path. So, ich geh kurz auf Toilette, wir gehen dann immer zurück, damit es Corona verankert bleibt. Bin gleich wieder da. By the way, sogar abgeraten von mindestens einer Person, einen Gerichtsprozess einzugehen, weil Teile der Leute gegen, also quasi die dafür in Frage kommen würden, sogar von den Gerichtsprozessen profitieren. Weil sie auch in der Vergangenheit schon vorherige Gerichtsprozesse öffentlich gemacht haben. Ich glaube, sie meint, jetzt meint sie wieder KuchenTV, ne? Das ist so dieses Gespringe, ne? Und weil sie auch vorherige Klageschriften, die sie teilweise verloren haben, als Content ausgeschlachtet haben, weil wenn du... Ja, hä? Was? Ja, hä? Quasi in diesem also wenn du als Content-Creator einen Path gehst, in dem du deine Community davon überzeugst, dass du auch in verurteilter Form immer noch auf der richtigen Seite bist, halt auch Gerichtsprozesse dann zu Content werden. Sag doch einfach Weg. Aber es muss halt, klingt halt krass, wenn man immer Ableismus, Path, Parallel und Co. verwendet, ne? Jetzt mal Real Talk. Ich weiß nicht, habt ihr das YouTube-Video gesehen heute, was ich über Paul Platte hochgeladen habe? Ich weiß das wirklich nicht. Ist Paul Platte, weil der hat ja auch das Cosplay von ihr gemacht. Sind die verwandt oder so? Ist voll real, nennen die eigentlich keine Namen? Naja, Power Color Max, danke für die 20 Euro. Naja, die nennt keine Namen. Damit sie dann, wenn wieder Videos kommen und irgendwas auf, zum Beispiel ich irgendwas auf mich beziehe, was gar nicht auf mich gemeint war, dass sie dann sagen kann, hä, was behauptest du denn da? Ich hab doch dich damit gar nicht gemeint. Gerade, sind die verwandt? Könnte sein, ja, ich weiß es nicht. Naja, ist ja mit seiner Cam los eigentlich. Hände gewaschen, bah, widerlich. Schön, dass das Jeremy in deinem Keller wohnt, wer ist denn Jeremy? Jeremy, du bist kein Enemy. Du bist hier verifiziert mit deiner Handynummer. Es ist eine schlechte Idee, das zu tun. Chat. Du bist verifiziert mit deiner Handynummer, sagt ihr zum Zuschauer. Ich kann das nicht. Also die Angriffe gegen mich als Person, die Unterstellung, ich hätte depressive Demenz. Danke, die Unterstellung, die Lügen, die Diffamierung, die stattfindet. Du lügst? Nein. Nein, Quatsch, ich kann gar nicht lügen. Die Leute sagen, du lügst? Dankeschön, Schala, also, für die 20 Euro. Hey Tim, weißt du, wie lange du auf Twitch gesperrt bist? Kann sein, dass du die Frage schon beantwortet hast. Also jetzt gerade permanent, aber das ist halt oft so, dass die einfach halt sperren und dann auf unbefristete Zeit, man kann ja noch einen Einspruch einlegen und wir gehen ja auch dagegen vor. Ja, wir gucken mal, was dabei rumkommt. Ne? Ich habe Einspruch eingelegt, das werden die heute natürlich nicht beantworten. Ist halt immer doof, weil ich werde irgendwie, immer wenn ich gesperrt werde, ist das irgendwie am Wochenende. Also heute ist ja Freitag und ja, das heißt, heute kümmert sich natürlich keiner mehr darüber. Ne? Mein Anwalt, ich habe jetzt den Anwalt von Skurrus kontaktiert, der übernimmt den Fall. Der macht für nächste Woche eine einstweilige Verfügung fertig. Die wird denen dann gegeben und ja, dann schauen wir einfach mal. Vielleicht haben wir nächste Woche schon eine Antwort. Hier ist Wang, eine Shoyoka als Lügner. Wann hat sie denn mal gelogen? Ah ne, bei ihr war das, wann hat sie mal die Wahrheit gesagt, ne? Tatsächlich, ja. Das ist einfach ein sehr gutes Zeichen dafür, wie diese Communities halt funktionieren. Genau. Es geht in diesem spezifischen Fall nicht um mich als Person. Nee. Es geht um eine Projektionsfläche, auf dessen Rücken man Content machen kann um jeden Preis. Genau, weil mir das so unfassbar wichtig ist, Shoyoka, Content auf dich zu machen. Richtig, genau. Und das ist auch der ich hatte auch eigentlich jetzt gerade wieder andere Themen. Aber Grund, warum diese content-schaffenden Personen mir ja auch anfangs sehr klar kommuniziert haben, dass sie einfach nur mit mir Beef machen wollen. Phil und wird es schon regeln, halt der wird ein gutes Wort für dich einlegen. Die reden halt immer von mir, dann vom Kuchen, dann gemischt. Das ist halt, ne, es ja, ist halt immer so beides. Viel Spaß, du bist jetzt auch Moderator. Beides. Jetzt wieder was von Kuchen. Gut Geld draus machen kann. Genau. Der Tonus war am Anfang nicht, hoho. Das sagt diejenige, die im Übrigen jeden als frauenfeindlich betitelt, der sagt, dass es nur männlich und weiblich gibt oder als transfeindlich darstellt. Also während sie Content macht auf Nacken anderer, weil sie diese Leute halt angeht, aber wir die Leute machen mal ein Video über sie. Also sie darf im Video sitzen und sagen, ja, der ist transfeindlich, der ist diesfeindlich, der ist dasfeindlich, der ist ein Sexist, sie darf das machen. Sie darf das machen, aber KuchenTV darf nicht da sitzen und ein Video über sie machen, weil sie ihnen nur Scheiße getalkt hat. Joker ist das Schlimmste überhaupt, sondern hey, wenn wir Also sie darf Subs damit generieren, aber nicht einen Kuchen, der es dann zugibt, der dann damit Geld macht. Ah ja, okay, das machen
natürlich viel Sinn. Miteinander machen, ist das für beide Kanäle gut, wenn du darauf reagierst. Ja, ich meine, keine Ahnung, also ich profitiere natürlich mehr davon, aber sie profitiert halt genauso oder würde davon genauso profitieren. Und ich meine, das ändert doch auch überhaupt nichts davon. So, ihr müsst mal überlegen, sie redet in diesem Stream über mich, sie hat im Stream vom 6. Dezember über mich geredet und im Stream vom 8. Dezember. Sie redet wirklich die ganze Zeit über mich, am laufenden Band. Sie hat bestimmt in den letzten 3 Streams irgendwie 8 Stunden über mich geredet. Aus welchem Grund habe ich dann nicht das Recht, ebenfalls darauf einzugehen? Und warum, wenn ich die Sachen richtig stelle, ist es direkt ein Hate- oder ein Hate-Stream? So, ich würde es gerne einfach verstehen. So, das heißt, du darfst mich die ganze Zeit verleumden und darfst einfach falsche Dinge über mich behaupten. Aber wenn ich dann darauf eingehe, weil du gelogen hast, ist es ein Hate-Stream. Ey, die ist so in ihrer Welt, das ist unfassbar. Ist mega geil, dann regiere ich wieder drauf und dann pusht sich das hoch und damit machen wir Geld. Das ist nicht die krasse Überzeugung, von der Leute das halt glauben. Und mir tut es halt total leid, weil die Zuschauerschaft letztendlich die ist, die verarscht wird. Leute, die dann in meinen Stream kommen und dann hier teilweise strafrechtlich relevante Dinge schreiben, weil sie so krass in diese Stimmung mitgenommen werden, weil sie ihren Influencern und ihren Idolen so viel vertrauen und so krass zu ihnen aufschauen und sich denken, oh mein Gott, ich muss... Genau, Shuyoka, das Internet hat auf... Ja, guck mal, Shuyoka hat sogar jetzt wieder geschrieben, vor 39 Minuten, er hat den Stream auf YouTube hochgeladen und streamt jetzt auf YouTube und lügt dort weiter. Wo lüge ich denn, Digga? Mich! Ey, es ist unfassbar. Wir erinnern uns, die Casino-Thematik, die Lügen von Tanzverbot und Co., das Internet, das sich auf der... Auf mich, auf den bösen Casino-Stream haben die Leute aufgeschaut in Deutschland. Ja, jeder unterlag mir. Ich konnte aus dem Haus gehen, jeder wollte Casino-Streams sehen. Die ganzen Streamer sind offline gegangen, haben das promoted, weil ich so beliebt war. Natürlich. Meinst du nicht, dass der letzte Stream etwas drüber war, Trinkspiel? Was ist denn an einem Trinkspiel drüber, wenn sie sich an 2 Sachen die ganze Zeit aufhängt, also wirklich, sie hängt sich ja komplett darauf auf, ja, 11 Monate und dieser Gleitgelspruch, ja, von mir aus entschuldige ich mich auch für den Gleitgelspruch, tut mir leid, wenn das irgendwie falsch rüberkam, ja, das ist okay, dann sage ich sorry dafür. Bruder, aber sie erwähnt, also sie stellt sich so krass in die Opferrolle, Bruder, ich habe während dem Stream 7 Bier getrunken und wir haben nicht mal die ganze Zeit 3 Schlücke genommen, sondern dann irgendwann auch nur noch einen. Überleg mal, du machst einen Schluck, du trinkst einen Schluck für die Aussage 11 Monate und einen Schluck, wenn sie diesen Joke rausgehauen hat, wir haben 7 Bier getrunken. Überlegt euch mal, wie oft sie das einfach gesagt hat. Und daran finde ich jetzt auch nichts verkehrt, um ehrlich zu sein, ne? Und was mich halt daran noch stört ist, so, Shuyoka hat einen 7-Stunden-Stream gestern gehabt oder vorgestern, wo wir so viele Fakten rausgehauen haben, wo wir ihr genau gesagt haben, welche Kritikpunkte wir haben und warum wir die haben. Und auch im Stream davor haben wir das gemacht. Und sie hängt sich dann an einer so einer Aussage auf und erwähnt das 500 Mal und sagt dann, ja, was soll ich denn machen, wenn ich nie Kritik bekomme? So, obwohl sie sich extra immer nur die Kleinigkeiten, die Minisprüche so nebenbei raussucht, so diese 5-Sekunden-Fitzel, was sie übrigens, bei mir kritisiert sie das, wenn ich einen 8-Sekunden-Ausschnitt nehme aus ihrem Stream und das dann gegen kommentiere, aber wenn sie das macht bei mir mit 2 Aussagen aus einem 4-Stunden-Stream, dann ist das wieder komplett legitim. Wirklich, die ist... Digga, das ist halt, ey, Bruder, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Die haben alle zu mir aufgesehen! Jeder Einzelne! Ja, ja! Klar, Shuyoka! Ja, ja! So ein Ding ist das gewesen. Ich muss für Gerechtigkeit kämpfen und da davon sich anstacheln lassen und sich hinreißen lassen, dann teilweise strafrechtlich relevante Dinge zu schreiben. Ich hatte Nachrichten von 14-15-jährigen Leuten auf Instagram. Wie sieht es mit dem Monty-Event aus? Wir gucken erstmal, was nächste Woche passiert. Ich bin schon in Kontakt mit Monte, deswegen. Wir finden da auf jeden Fall eine Lösung. Gewaltigen, damit ich mal einen richtigen Schwanz spüre. 14-jährige Jungs, die das schreiben, weil sie glauben, das ist das, was ihr... Ich will nur mal kurz einordnen, unabhängig davon, dass das ekelhafte Nachrichten sind. Die Angst geht jetzt von 14-jährigen Kindern aus, die wahrscheinlich ein Profilbild haben mit einem Fortnite-Rucksack, die ihr dann eine Nachricht geschrieben hat. Das ist das, wenn sie immer davon redet, ich wurde gedoxt, ich muss umziehen, ich werde bedroht. Das sind die Leute, von denen sie dann redet, oder was? Ihre Idole stolz macht. Es ist so krass zu sehen, dass diese Communities, dass diese Influencer... Ja, Bruder, aber jeder kriegt solche Nachrichten. So. Für ihre eigene Reichweite, für ihren eigenen Profit, für so niedere Beweggründe wie ein neues Auto und neue Klicks auf YouTube-Videos so krassen Beef inszenieren und aus nichts heraus so viel machen und einfach mutwillig ihre eigenen Communities... Also wenn Kuchen es geschafft hat, aus nichts etwas zu machen
Also wenn jemand aus nichts tausende Euros macht, dann ist das schon bemerkenswert. Communities dafür losschicken. Gerne, Bruder. Und sich ich kann nicht dir Tipps geben. Dafür aber dafür für so intelligent halte ich halt Kuchen nicht. Kuchen ist halt dafür viel zu blöd. Und auch nicht talentiert. Deswegen, es hat einen Grund. Hauptsache, mehr Haare als Gurus. Warum es funktioniert, das will ich einem sagen. Chat, ich muss pausieren. Ich muss kurz durchatmen. So, was hat sie denn jetzt hier gemacht? Mein Gott. Wenn Skurus gerade im Stream bereits in die Lassung durchgeht, soll er bitte direkt den Teil zeigen, wo es ihm nicht gelungen ist, sexuelle Belästigung als Aussage von mir zu zitieren, weil ich es nie gesagt habe, sondern er seit Jahren es immer wieder aufkocht. Herr Sieg auch das auch. Ich vermute, dass er mich und andere Streamer in seinem Verhalten belästigt hat und dass er sich sexistisch verhält, dass er Menschen zu diesem Zeitpunkt belästigt hat, müsste er doch eigentlich wissen, wo er doch sogar selbst erzählt hat. Und so weiter bist du ja relativ bekannt geworden, ja. Unter anderem auch auf Twitch und da warst du ja gebannt, jetzt tatsächlich 1242 Tage, bis du wieder entbannt worden bist. Was waren denn die Gründe für den Twitch-Bann eigentlich damals? Die Gründe für den Bann selber? Mhm. Ja, das war damals, was haben Sie reingeschrieben? Harassment war der Grund. Was haben Sie reingeschrieben? Twitch, ja. Genauer sonst nicht so. Also. Nö, also da gab es noch ein paar Sachen und so, aber da will ich jetzt auch nicht drüber reden. So, okay. Weil ich denke, ist alles schon gesagt worden, mehr oder weniger. Was ist das für ein Beweis? Was ist denn das für ein Beweis? Ja, Twitch hat mich damals wegen Harassment, also sie haben angegeben als Grund Harassment. Das war falsch. Twitch kann auch reingeschrieben haben wegen Mord, deswegen stimmt doch nicht, dass ich jemanden ermordet habe. Hat sie was geraucht? Der Tweet aus seinem Exposed-Video war by the way auch kein Ad an ihn auf Twitter. Er hat mich wiederholt auf Twitter wegen dem Thema und getaggt und ich habe ihm immer wieder gesagt, dass er mich endlich in Ruhe lassen soll. Schade, dass er den Verlauf nicht mehr hat, ich schon. Was? Digga, sie beliefert mich. Was macht sie da? Das wird auch erstmal alles gespeichert hier. Ich sehe Tim schon den nächsten Kickdeal abschließen. Tatsächlich habe ich hier Orange Morange gesagt, er soll mal fragen, ob ich einen Kickdeal kriegen kann. Aber ohne Casino, habe ich auch ganz klar gesagt. Also sie hat gerade voll geholfen. Sie hat uns hardcore gerade geholfen. Vielen Dank, Shoyoka. Digga, also es ist wirklich, Shoyoko, du hast echt was geraucht. Boah, ey, nee, ich muss jetzt auf das andere Video noch reagieren. Ich muss auf das neue Video reagieren, weil da nämlich, jetzt pass mal auf. Noch ein neuer Tweet. Aus seinem Winkel unangenehm zu belästigen und den Fokus ins Dekolleté zu legen, geht trotzdem. Es ist trotzdem scheiße und trotzdem unangenehm. Deswegen habe genau das als Belästigungsverhalten beschrieben. Punkt. Alles darüber hinaus hat Skurus selbst formuliert. Also Shoyoka, ich sag dir jetzt mal was, ja? Moment, muss mal kurz hier, du machst es mir gerade nicht einfach. Ich muss ja hier gerade alles speichern, was du hier tweetest, weil man weiß ja nie, was du sonst so veranstaltest. Also Shoyoka, jetzt pass mal auf. Das, was du beschrieben hast, du redest die ganze Zeit von, also ich erkläre es dir anders. Es gibt einmal das Strafrecht, liebe Shoyoka, und es gibt das Zivilrecht, Shoyoka. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Gesetzgeber kann eine Straftat sehen oder nicht sehen, während im Zivilprozess was anderes bei rauskommen kann. Beispielsweise das Wort Werbung, wann Influencer Werbung machen, dies, das. Das kann im Verwaltungsrecht oder Zivilprozess, wie auch immer, ich bin gerade selber nicht so drin, ne, was anderes bedeuten wie in einem Strafprozess. Das, was du mir vorgeworfen hast, ist das, was jeder Mensch, und das ist ja genau die Sache, was du nicht verstehst. Das, was du mir vorgeworfen hast, es ist scheißegal, was du reinschreibst, was 1950 für ein Gesetz gewesen ist oder nicht gewesen ist. Jeder da draußen, wir können, Chat, wenn eure Mutter zu euch kommt und sagt, da hat ein Typ mir in meine Titten gefilmt, würdet ihr das, wenn ihr jemanden davon also erzählt, würdet ihr sagen, meine Mutter hat mir erzählt, wie sie sexuell belästigt wurde. Ja. Würdet ihr das so sagen? Ja, weil das die Umgangssprache ist, was jeder darunter versteht. Eine sexuelle fucking Belästigung. Und Wenn du nicht aufpasst mit deinem scheiß Wording, damit du mich auch vielleicht besser verstehst, Parallel. Dann brauchst du nicht dich darüber wundern, wenn ich das so verstehe, die Leute das so verstehen, die Leute zu mir deswegen kommen und das so jeder so wahrnimmt, weil du das so in deinem Stream erwähnst. Vor allem in Bezug auf, der ist sexistisch, der hat auch andere Frauen belästigt und es in deinem Statement selbst zugegeben hast. Diese ganze Prozesskostenscheiße, die hättest du dir sparen können, indem du auf meine Abmahnung hättest reagieren können, indem wir uns hätten außergerichtlich einigen können und die Kosten für dich wären nicht vorhanden gewesen und für mich auch nicht.
Aber ich habe keinen Bock, dass du ständig da sitzen wirst. Ja, es ist halt so. Und keine Ahnung, so, das sind halt Dinge. Ich wette, selbst wenn das Gericht ihr Recht, selbst wenn das Gerichtsgurus Recht geben würde, so nehmen wir mal an, er würde vor Gericht haushoch verlieren, gewinnen, selbst dann würde Shoyoka wahrscheinlich sowas sagen wie, keine Ahnung, was sagt die, ja, weil ich eine Frau bin, der hat doch den Richter Geld gegeben, Frauen werden einfach unterdrückt, der hat einfach teurere Anwälte gehabt, Kapitalismus ist so doof, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie das dann macht. In deinem Stream und weiterhin erzählst, ich habe die ins Dekolleté gefilmt, denn auch die Aussage stimmt nicht, ja, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock da drauf, weil das, was die Leute daraus gemacht haben und welche Nachrichten ich bekommen habe, welche Hate-Nachrichten ich bekommen habe, war, du belästigst sexuell andere Frauen, nachdem du diese Äußerungen gemacht hast. Und das verstehst du nicht, Shoyoka. Das verstehst du nicht. Lauf doch durch die Gegend, sag den Leuten, es gibt 95 Geschlechter. Mach, sag, Gendern ist wichtig. All diesen Schwachsinn, was ich anders sehe, mach. Aber bei dir gibt's nicht mal eine Grenze. Vor allem beweist du es nicht einmal. Du hast es einfach verfickt nochmal in den Raum geworfen. Ohne fucking Beweise. Wumska, du sagst mal, alles ist erfunden. 20 Euro, kleine Deine Hilfe, Worte waren, es gab andere Frauen, die ich auch belästigt habe. Wo sind diese Frauen? Wo sind diese Frauen, von denen du geredet hast, die habe ich mitbelästigt? Dazu sagst du kein einziges Wort, weil das kannst du dir nicht mal schönreden. Stattdessen zeigst du einen Clip, wo ich sage, dass Twitch gesagt hat, dass ich gebannt wurde. Wegen Harassment. Twitch ist nicht unser Gericht. Twitch, ein amerikanisches fucking Unternehmen, ist nicht die letzte Instanz. Wir haben dafür deutsche Gerichte, die über Recht und Unrecht entscheiden. Und nicht irgendeine Firma aus der fucking USA. Wie viele Menschen wurden zu Recht, zu Unrecht von Facebook gebannt? Von Meta? Ja. Auf Twitter? Auf YouTube? Auf Twitch? Das ist nicht die fucking letzte Instanz. Ja, das finde ich halt auch so geil, dass Leute jetzt auch irgendwie sowas schreiben wie, ja, wenn du gesperrt bist, dann wirst du das ja wohl verdient haben, ne? Ich meine, Bruder Skrulls war 3 Jahre oder sowas gesperrt und ist dann halt zurückgekommen, weil ein Gericht gesagt hat, nee, die Sperre war nicht fair. So, deswegen finde ich das halt so lustig, dass Twitch sperrt mich und Leute sagen, ja, siehst du, dann haben die ja auch recht, dann wird ja schon was vorgefallen sein. So, nein, die bannen so viel oder haben so viel gebannt, wogegen man vorgehen kann, wo so viele Leute schon gegen gewonnen haben. So, deswegen verstehe ich das nicht, dass das für Leute, also dass sie das so nehmen, als ob so, ja, du hast auf jeden Fall Unrecht gehabt. Das weiß man noch gar nicht, weil sich noch gar kein Gericht damit beschäftigt hat. Shoyoka hat es jetzt hinbekommen, super viel Welle zu machen, dass sehr viel Twitch und so weiter da markiert worden ist, damit die dann quasi gezwungen waren, mich erstmal sperren zu lassen. So, die kriegen eine einstweilige Verfügung nächste Woche, dann wird die wahrscheinlich zugelassen und dann bin ich wieder da. Carsten, Dankeschön und Lola, Leute, Dankeschön. Die sich gegen Corona ausgesprochen haben, also die das kritisch betrachtet haben, die ganze Impfpflicht-Scheiße, die wurden abgestempelt als Verschwörungstheoretiker, als Schwurbler, als hast du nicht gesehen. Heute haben wir die Studien. Die Leute wurden alle mundtot gemacht. Ärzte, egal wer, Doktoren, keine Ahnung was. Diese Leute, das hat nichts damit zu tun, dass das irgendwie im Ansatz zu werten ist, was Twitch tut. Und immer ständig deine ständigen Fragen. Twitch, warum bannst du nicht KuchenTV? Warum bannt ihr nicht den bösen Skrulls? Der ist transfeindlich. Weil sie es nicht können. Was will Twitch machen? Dankeschön für den Sie können Kick. Sich nicht gegen das Gesetz. Ja, das ist natürlich jetzt, da ist natürlich jetzt ganz schlecht gealtert. Stellen, es funktioniert nicht. Sie können es technisch, kriegen eine Klage, verlieren und müssen dann die Leute wieder entsperren, weil sie es nicht dürfen, weil wir in einem Rechtsstaat leben, Shoyoka. Du, die Regeln lauten hier nur mal, wenn eine Plattform so groß ist wie Twitch, auf deutschem Boden ist, können sie so nicht mit ihren Nutzern umgehen. Was raffst du daran nicht? Wach mal auf. Ja. Du postest über Montana Black, er will dich klatschen. Ja, sehr schlecht gealtert, auf jeden Fall safe, aber wie gesagt, also, wir gehen ja dagegen vor, ne? Was stimmt? Bruder, er hat dir gesagt, er will dir die Hände reichen. Die Hände reichen, hier, das hier, Hände reichen. Du sitzt da auf deinem Stuhl und sagst unironisch, ha, du willst mich also klatschen, ha, guck mal hier, ich hab ein Beweisvideo, da sagst du, dass ich, was stimmt mit dir nicht? Lass mich doch einfach in Ruhe, was hab ich dir denn getan? Junge, er rastet hab ich auf den Insta-Messages nicht geantwortet oder was, oder was ist der Grund? Schau, Twitter, die hat jetzt nicht schon wieder was gepostet. Skrulls rudert jetzt, by the way, in seinen. Ja, das ist halt einfach das Ding, ne? Also, ich meine, es ist vor allem auch super lustig, dass
War keine Daten, dieser Stream endet, außer du startest ihn in der Streaming-Software neu. Bin ich noch live? Ist alles in Ordnung? Bin ich noch live? Hä? Es ist aber nichts los. Ich bin noch live. Hä? Okay, dann war jetzt auch wieder alles klar. Sehr gute Verbindung. Okay, ja, nee, eben war für die Leute, ihr müsst irgendwie F5 drücken oder so. Ist nichts passiert. Alles gut. Ich bin immer noch am Start, meine Freunde. So schnell wird man mich nicht los. Ja, bei mir stand auch gerade keine Daten, aber ich habe jetzt auch keinen Strike oder sowas bekommen. Ja, ja, war nur ein Lag. Okay, Glück gehabt. Guck mal, aber das ist halt das Ding mit Shoyuka. Ja, ich habe vergessen, worum es gerade ging. Gucken einfach weiter. Was für Dankeschön, Ruder und faselt wirres Zeug von Zwiebeln. Rockst du das Ding. Strafrecht. Und das in meine Aussagen interpretieren kann. Also hast du vor 4 Jahren auf Twitter selber was zu sexueller Belästigung gepostet, weil ich dieses Jahr Belästigung gesagt habe und du in der Vergangenheit schon mal... Jetzt aber Panik, wer leck ist, Bro. Ich dachte mir auch gerade so, scheiße, was ist los? Aber normalerweise kommt da direkt was bei YouTube. Vorarbeit dafür leisten wolltest. Was du machst, falls ich dieses Jahr in einem Stream etwas dazu sage, dass du wegen Belästigung auf 2 Jahre, dass du auf Twitch wegen Belästigung auf Twitch 2 Jahre einen Permaban hattest, wie schafft man so ein Gehirnspagat? Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Du redest von, ich rede wirres Zeug von Zivil- und Strafrecht. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, dass es 2 verschiedene Sachen dazu gibt. Du sitzt an deinem Stream und redest von der Abmahnung, dass eine EV sein soll, eine einstweilige Verfügung. Du redest davon, dass du Post nicht bekommen hast, obwohl das Gericht es dir am 27.11. zugestellt hat. Du redest von Gehirnspagat? Du hast schon immer behauptet, ich hätte dir in deinen fucking Ausschnitt gefilmt. Das ist fucking der Vorwurf einer sexuellen Belästigung, was wir alle darunter verstehen. Du hast es in deinem Statement bekräftigt. Ich hätte andere Frauen belästigt. Dich auch. Stattdessen lügst du in dem Video, worauf ich auch gar nicht reacted habe, Shoyoka, was eigentlich gleich noch kommen sollte, wo du sitzt und sagst, du lügst deine Community an. Du lügst deine 1800 Geschlechter deinem Stream an. Du sitzt da und sagst zu denen, ja, ich habe in meinem Stream doch nur gesagt, dass ich mich belästigt gefühlt habe. Das kann ich doch machen. Du hast nicht gesagt, du hast dich belästigt gefühlt. Das hast du nicht gemacht, liebe Shoyoka. Du Lügnerin. Du Lügnerin. Sogar Dick Haldent hat gesagt, dass er mit einem Anwalt geredet hat, der gesagt hat, dass man das durchaus so interpretieren kann. Ne? Alter Schwede, wirklich. Junge, er rastet ja richtig aus. Ja, aber es ist halt leider so. Man muss halt echt leider sagen, also ja, sie, keine Ahnung, so die lebt halt einfach nicht in der Realität. So bei ihren ganzen Aussagen, die sie halt bringt, also sie verdreht wirklich alles. Wenn sie dann beim Lügen erwischt wird, dann wird es halt weggelassen. Ich meine, guck mal, eine Sache zum Beispiel im Stream habe ich einen nicht mal schlimmen Joke zu Twizzy gemacht. So, ne, der ja offensichtlich schwarz ist. Und danach hat sie mir auf Twitter Rassismus unterstellt. Und da hat auch im Stream Twizzy einen sehr geilen Real Talk auf jeden Fall gebracht, dass er das absolut lächerlich findet, dass das passiert. So, wo ich mir dann so denke, Alter, da steht die Person, die es betrifft, steht da und sagt dir, dass das absoluter Müll ist. Eine betroffene Person sagt dir das. Und Shoyoka hatte nicht mal danach die Eier, irgendwie das zu löschen oder richtig zu stellen oder sonst irgendwas, sondern die lässt solche Dinge dann einfach so stehen. So, das ist, sie verhält sich einfach in diesem ganzen Beef so unfassbar ekelhaft und versteht nicht, dass sie mit ihren ganzen Aktionen immer weiter Öl ins Feuer wirft. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Real Talk nicht. Mach, erzähl mir doch nichts, Alter. Da musst du ganz woanders aufstehen. Ja, sehr gutes Video, aber auf jeden Fall, muss man sagen, hat mir auf jeden Fall gefallen, nicer hier Dings am Ende, habe ich auf jeden Fall gefühlt.